Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Videotutorial von gigatplay.com. Mein Name ist Annika Plotka. In diesem Beitrag möchte ich gerne einmal zeigen, dass man eben auch beispielsweise Poser-Pflanzen sehr schön in Vue verwenden kann. Nachdem ich jetzt meine Poser-Ordner soweit erst einmal sortiert habe, wie ich das gerne haben möchte, und auch in Vue soweit fast fertig bin mit meiner Sortiererei, möchte ich mich daran begeben, die ganzen Poser-Pflanzen und zumindest mal die Gebäude nach Vue zu holen, denn ja, ich habe bei weitem nicht alle Gebäude in Vue, die man bei Cornucopia 3D zum Beispiel kaufen kann. Und wenn ich etwas suche und in meinen Ordner schon nicht finde, denke ich nicht immer daran, guck doch einfach in Poser nochmal nach, und deswegen habe ich die Sachen sehr gerne direkt in Vue selber, zumal ja so Gebäude und Pflanzen ja so daherkommen, wie sie eben sind. Und keine Arme oder so haben. Bei manchen Häusern kann man dann die Tür öffnen, das kann man aber im Anschluss immer noch im Poser nochmal aufrufen an das Gebäude. Das ist ja dann im Poser selbst nicht weg. Wie funktioniert das Ganze? Erstmal habe ich in Poser an sich ziemlich viele Pflanzen in eine Datei gepackt, also immer aufgerufen, hingeschoben, wo es hin soll, und dann ganz einfach als PZ3-Datei abgespeichert. Und öffne Vue und mache jetzt File, Import Object, nicht Import Object, sondern File, Import Object, sehr wohl. Aber das sind die, die ich zuletzt hinzugefügt habe, die möchte ich ja jetzt nicht aufrufen oder nochmal neu hinzufügen, sondern ich muss in das Verzeichnis, wo ich die PZ3 hingespeichert habe. Und in diesem Fall ist das Pflanzen 2, weil ich einmal einen Satz schon hinzugefügt habe. Einfach Doppelklick. Hier hake ich nichts weiter an, sage einfach OK. Jetzt dauert das ein bisschen. Und dann erscheint dieses Fenster. Wichtig ist in diesem Fenster, wenn man mehrere Pflanzen hinzufügt, dass man das hier oben bitte nicht anhakt. Weil sonst ist das alles eins und keine einzelnen Pflanzen mehr. Es ist sinnvoll, mehrere Pflanzen auf einmal in eine Datei hinzuzufügen, damit man die nicht andauernd wieder neu aufrufen muss, nachdem man eine hinzugefügt hat. Okay, hier lasse ich das Ganze auf Single Frame, weil das Ganze ist ja nicht animiert. Das soll einfach nur ein ganz normales Objekt sein, was Vue hinzugefügt wird. Ich sage hier OK. Dauert jetzt wieder ein bisschen, weil Vue das erstmal laden muss. Und sind halt eben ein paar Pflänzlein. Da sind sie auch. Und dann ziehe ich mir das Ganze immer etwas größer, damit ich auch nachher sehe, wo ich dran bin und das nicht so winzig habe. Den Boden mache ich mal weg. Den brauche ich hier nicht. So. Und dann hat dieses Symbol hier eben dieses Plus, weil wir halt eben vorher den Haken nicht gesetzt haben bei Single Meshes. Und dann kommt man hier an die einzelnen Pflanzen dran. Und jetzt kann man zum Beispiel da oben hier anklicken und sieht dieses ausgewählt. Dann klickt man einfach mit der rechten Maustaste und wählt hier unten Save Object. Und hangelt sich dann in den Ordner, wo das Ganze hin soll. Und zwar möchte ich das gerne haben in dem Vue-Verzeichnis an sich. Und zwar soll das Ganze ein Objekt sein. Das kann man nicht als Pflanze an sich abspeichern. Und dann habe ich mir in meinen Ordner Objects einen neuen Ordner angelegt, Poser. Natürlich kann man die Pflanzenobjekte von Poser auch hier unter Plants zum Beispiel anordnen, aber ich habe gerne Poser komplett getrennt, dass ich weiß, ich möchte jetzt nach Poser-Dingern gucken, dann brauche ich nur hier auf diesen Ordner klicken. Habe mir schon ein paar Ordner angelegt, und da das Ganze eine Pflanze ist, klicke ich dort. Gebe dem Ganzen einen Namen, ich nummeriere die mal einfach durch. Ich bin jetzt bei 17 gewesen. Dann mache ich da jetzt einfach mal Pflanz 18. Ich gehe mal gerne hin, markieren, kopieren, dann brauche ich das nicht so oft eingeben. Bitte darauf achten, dass die Texturen hier mit übernommen werden, sonst haben wir nachher ein Problem. Ja, und da habe ich auch mal den Haken gesetzt. Mehr ist hier eigentlich nicht wichtig. Sage Speichern. Jetzt erstellt Vue eben eine kurze Vorschau von dem Ganzen.
Wenn man hier bei diesem Bild mit der rechten Maustaste drückt und die Maustaste gedrückt hält, dann kann man das Ganze noch ein bisschen ziehen und schieben, dass das Ganze vielleicht ein bisschen besser aussieht, wie man das gerne haben möchte. Ich sage einfach OK. Und schon ändert sich dieser Begriff hier in den Namen, wie ich es halt eben umbenannt habe. Und nochmal rechte Maustaste, Save Object. Jetzt bin ich schon in dem Ordner, wo ich hin muss. Mache hier wieder einfach Value und dann war gerade 18, also ist das jetzt 19. So ein bisschen was sieht. Okay. Und auch hier ändert sich gleich der Name wieder. Ich füge jetzt mal eben diese Pflanzen hier hinzu. So, die Pflanzen sind alle hinzugefügt oder als Objekt eben weggespeichert. Deswegen kann ich das hier oben markieren. Es gibt zwischendurch noch posierte Pflanzen, wie diese da zum Beispiel. Die besteht aus mehreren einzelnen eigentlich. Da kann man einfach die STRG-Taste gedrückt halten, also Control, und dann die anderen, die noch mit dazugehören, dass man die ganze Pflanze hat. Sonst hat man hier nur einen so einen Strang markiert. Hier habe ich das zum Beispiel gemacht, da habe ich das Ganze gruppiert und dann erst abgespeichert, dass das wirklich eins ist. So, wie gesagt, alles hinzugefügt, einfach da oben markieren und weg mit den ganzen Dingen. Und natürlich kann man diese Pflanzen auch innerhalb von View nutzen. Dafür stelle ich mal eben einfach ein Gelände. Das momentan etwas eigenartig aussieht. Ich ändere das mal eben. Oh, von mir aus das da, lassen wir mal so. So sehe das Ganze jetzt ungefähr aus. Ich mache noch ein bisschen kleiner. Gehe wieder in den Materialraum. Mache hier draus einfach ein Ökosystem, wie gehabt. Gehe hier unten auf Zufügen, also Add. Dann aber nicht Pflanze, weil das ja keine Pflanzen sind, die Pflanzen, die von Posa kommen, sondern ich habe das Ganze hier als Objekt abgespeichert. Also immer über Objekt. Und dann in Pflanzen. Wenn man jetzt gerade erst neu anfängt, es könnte sein, dass der Poser-Ordner eventuell vorhanden ist. Vielleicht fehlt sogar dieser. Ich habe jetzt den Ordner Poser, Pflanzen und Tiere. Und in dem Windows Explorer hat man schon gesehen, dass ich da noch Häuser und sonstige Dinge habe. In Häuser habe ich noch gar nichts drin, deswegen erscheint der Ordner hier auch nicht. Das ist richtig. Aber in Gegenstände habe ich vorhin zwei Pilze noch mit abgespeichert. Deswegen, damit das hier auch erscheint, lösche ich jetzt einfach diesen Ordner. Ja, ich lösche nur den Ordner hier aus der Ansicht. Das heißt nicht, dass man den im Windows Explorer löscht. Und klicke hier unten auf dieses. Ich hole das mal weiter hier rüber. Klicke hier unten auf das Blatt und füge diesen Poser-Ordner hier einfach nochmal neu hinzu. Und überall da, wo schon was drin ist, die Ordner werden gleich auch wieder hier erscheinen. In Häuser habe ich noch nichts drin, deswegen fehlt der gleich. Ich sage einfach OK. Hier kann man den Ordner nochmal umnennen, möchte ich aber nicht, ich möchte gerne, dass das Poser bleibt. Sag OK. Und hier sieht man schon, die drei Ordner sind da, Häuser wie gesagt nicht. Und in Gegenständen sind jetzt auch die Pilze zum Beispiel zu sehen. So, dann suche ich mir meine Pflänzlein hier aus und füge die einfach mal hinzu. Querbeet, ah, jetzt habe ich doch auf Pflanzen geklickt. Objekt natürlich. Paar davon. Was nehmen wir denn dann noch? Zum Beispiel so. Und natürlich kann man hier auch die normalen View-Pflanzen auch noch mit hinzufügen. Zum Beispiel so. Und von mir aus auch noch so. Ich verringere jetzt erstmal die Größe von den ganzen Posa-Pflanzen. Die möchte ich auch gerne ein bisschen kleiner haben, weil die so hoch sind. Davon hätte ich aber gerne mehr. So zum Beispiel.
Den Rest lasse ich hier einfach. Gebe hiervon ein bisschen mehr von der Menge vor. Sage hier wieder ein bisschen weniger. Verringe das und natürlich wieder Shrink. Wieder nur dynamisch. Sage okay. Rendereinstellungen. Ich rendere das Ganze direkt einmal in Final. To Screen. Und dann vielleicht in Widescreen. Eben gucken. Und einmal rendern. Einmal rendern. So. Das Ganze ist mir noch viel zu hoch. Deswegen. Ich kann es mal was kleiner machen. Und die Pflanzen eben noch was kleiner. Vielleicht auch nicht ganz so viel davon. Vielleicht nur so. Okay. Und so könnte eben eine Mischung aus ja, Few- und Posa-Pflanzen beispielsweise aussehen. Finde ich doch recht hübsch. Wobei hier noch ein bisschen kahl ist, da könnte man ruhig noch ein bisschen mehr hinsetzen, aber das ist ein anderes Thema. Und wie man sieht, die Blumen sehen eigentlich recht okay aus. Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren. Das Hinzufügen der Posa-Pflanzen an sich oder Gebäude oder wie auch immer, kann je nach Länge oder wie viel Menge man von diesen Dingen hat, eben seine Zeit dauern, aber in meinen Augen lohnt sich diese Sache wirklich. Und ich bedanke mich recht herzlich für das Angucken meines Videos.